Hallo und herzlich willkommen zu einem Tutorial-Video anlässlich des letzte Woche erschienenen U-Bahn Frankfurt Add-ons, wo zeitgleich auch ein sogenanntes Informator-Programm mitgeliefert wird, um die Ansagen abzuspielen. Da viele Probleme damit haben, wie gehe ich mit diesem Programm um, wie aktiviere ich die Ansagen, möchte ich euch hier in dem Tutorial-Video das Programm etwas näher vorstellen. Bei der Installation erscheint dann auf dem Desktop hier ein sogenanntes U-Bahn Frankfurt Informator. Dort klickt ihr dann drauf. Dann erscheint hier ein kleines Display, also ein kleines Fenster. Hier zum Beispiel könnt ihr die Lautstärke regeln. Auf voll, ich empfehle immer, sie sehr auf Mittel zu stellen. Für Tastaturbelegungen geht ihr einmal hier auf den Pfeil, den Doppelpfeil. Dieses hier heißt, um die Ansagen für die andere Richtung abzuschieben. Das heißt, ihr fahrt jetzt bis Bad Homburg-Gonzenheim und fahrt dann auch wieder zurück. Könnt ihr beispielsweise hier eine Tastenbelegung belegen, je nach Belieben, und drückt die einmal, dann sind die Ansagen für die Rückfahrt schon bereit. Das heißt, da wird auch dann keine Verzögerung oder so sein. Praktisch ist das hier für die Umschaltung der Ansagen für die Fahrtrichtung, für den Fahrtrichtungswechsel. Hier unten, das ist der ganz wichtige Pfeil, das ist nämlich die sogenannte Weiterschaltung der Ansage. Dort könnt ihr auch nach Belieben irgendeine Taste auf eurer Tastatur euch belegen und die Taste müsst ihr dann auch immer drücken, damit die Ansage weitergeschaltet wird. Das heißt zum Beispiel Konstabler Wache, nächste Haltestelle wäre dann praktisch Zoo. Und damit die nächste Haltestelle abgespielt wird, müsst ihr dann halt immer diesen Knopf drücken. So viel dazu. Also nochmal zum Mitschreiben. Oben drüber für den Ansagenrichtungswechsel, unten drunter fürs Weiterschalten der Ansage. Tastenbelegung kann nach Belieben verändert werden. Kommen wir mal zum wichtigen Teil. Wenn ihr das Programm startet, steht zunächst ein sogenanntes Off. Das heißt, nicht aktiv. Wenn ihr die Ansagen aktivieren müsst, müsst ihr einmal hier draufklicken. Dann müsst ihr hier oben in die Leiste gehen. Da steht Frankfurt am Main. Dann müsst ihr nochmal gehen, U-Bahn. Und jetzt kommen wir zum interessanten Teil. Jetzt stehen hier die ganzen Linien. Hier könnt ihr euch eine Linie auswählen, die ihr fahren möchtet. Beispiel, wir nehmen jetzt mal U1. So, da die Aufgaben, die mitgeliefert wurden, auf kompletten Linienabschnitten stattfinden, wählt ihr praktisch hier Südbahnhof Ginnheim. Das ist die komplette Strecke der U1. Hier könnt ihr auch auswählen Südbahnhof Heddernheim, Heddernheim-Ginnheim, Südbahnhof Römerstadt. Die sind vom interessanten Teil, wenn ihr zum Beispiel selbst ein Szenario erstellt oder halt im Quick 3 fahrt. Wir wählen aber allerdings Südbahnhof Ginnheim. So, jetzt kommen wir wieder zu diesem Teil hier. Next, zum Beispiel habe ich hier Bild ab, Südbahnhof oder Ginnheim. Das sind praktisch, wenn ich jetzt nach Südbahnhof fahre, muss ich einmal drücken an Ginnheim, damit ich die Ansage wieder richtig läuft. So, jetzt kommen wir zu der Taste, die ich belege für die Weiterschaltung. Das wäre zum Beispiel, hat bei mir diese Pfeiltaste neben dem Y. Nächste Station, Schweizer Platz, Museumsufer. Ausstieg in Fahrtrichtung links. So, und das immer so weiter. Nächste Station, Willy Brandt Platz, Europäische Zentralbank. Umsteigemöglichkeit zu den U-Bahn-Linien U4 und U5 sowie zu den Straßenbahnlinien 11 und 12. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Wenn ihr jetzt zum Beispiel aus Versehen die Taste mal gedrückt habt, aus irgendeinem Grund, damit sie wieder in der richtigen Position ist, müsst ihr aus dem Spiel rausgehen. Das ist leider anders nicht möglich. Müsst ihr einmal hier auf die 1 gehen. Ne, doch nicht. Das ist hier für Richtungswechsel. Dann war das also falsch. Also die 1 ist für die Ansagenrichtung, also Richtung Ginnheim und 2 Südbahnhof. Und so, genau. Jetzt machen wir das Ganze nochmal. Nächste Station, Eschenheimer Tor. Umsteigemöglichkeit zur Buslinie 36. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. So. Jetzt kommen wir nochmal, was ich vorhin gesagt habe, wenn ihr jetzt zum Beispiel aus irgendeinem Grund die Ansage weitergeschaltet habt, habt ihr es auf einmal vergessen oder so, passiert ja manchmal,
Damit die Ansage wieder in der richtigen Position ist, geht ihr einmal, müsst ihr aus dem Spiel rausgehen. Das ist leider nicht anders möglich. Am besten empfehle ich euch vorher zu speichern. Ansonsten gibt es einen Dump-File, was aber seit letzter Zeit sehr wenig vorkommt. Geht ihr einmal hier auf den Doppel-File. Da könnt ihr wieder zurückschalten. Wieder zum Ausgangspunkt oder wo ihr seid. Oder halt vorspulen. Genau, also bis zum Endpunkt und so weiter. So, dann sage ich, dann fasse ich das nochmal ganz kurz zusammen. Doppelpfeil, Ansagen Richtungswechsel, Weiterschaltung. Weiterschaltung manuell, außerhalb des Spiels, hier die 1 und 2. Doppelpfeile links, Doppelpfeile rechts für die Haltestellenweiterschaltung durch einen versehentlichen Weiterschaltungsdruck. Das hier, wenn ihr jetzt zum Beispiel eine neue Linie macht, müsst ihr wieder draufklicken. Dann habt ihr hier U1 Südbahnhof. Wenn ihr hier klickt, dann ist die Ansage wieder am Ausgangspunkt angelangt. Wenn ihr eine neue Linie starten wollt, müsst ihr einmal On drücken. Einmal On, dass das auf Off ist. Und dann auf On nochmal. Dann müsst ihr die ganze Prozedur von vorne machen. Also U-Bahn und dann jetzt U1 bin ich fertig, wähle ich U2. Wieder das ganze Spiel von vorn. Wie gehabt. Ist sehr simples Programm. Sehr einfach zu bedienen, finde ich. Ich bin damit schnell gekommen. Ich kannte das ja noch von Trains. Wer die U-Bahn für den Trains hatte, wird damit keine Probleme haben. Aber für die Neulinge ist es natürlich etwas kompliziert. So habe ich mit diesem Tutorial wieder vielleicht den einen oder anderen geholfen, damit er vielleicht besser damit klarkommt. Das Programm muss übrigens immer laufen. Das ist ganz wichtig. Aber wir könnten nochmal was probieren. Ach, das könnt ihr sogar auch machen. Das ist gut. Das ist noch besser. Dann vergesst das mal mit dem On-Off. Wir haben jetzt Beispiel U1, Südbahnhof Ginnheim. Dann seid ihr jetzt Beispiel mit der Tour fertig, könnt ihr einfach auf dieses C klicken und dann so wieder ganz normal auswählen. Beispiel U4, Seckbacher Landstraße, Bockenheimer Warte verkürzt oder Enkheim-Bockenheim Warte komplett. Genau. Ganz einfach. Also wie gehabt, Programm muss immer im Hintergrund laufen, sonst funktionieren die Ansagen nicht. Es sind Originalansagen. Sehr gut gemacht. Ja. Und damit das empfehlen, tue ich, dass die Lautstrecke immer so auf die Hälfte ist, sonst wenn sie auf voll ist, da dröhnt dann richtig, das ist dann nicht so schön. Da fallen einem ja die Ohren ab. Hier kann man das wieder so schließen. Ja, wenn ihr das Programm nicht mehr braucht, könnt ihr einfach auf dieses X klicken und fertig ist die Sache. Ja, ich hoffe, ich konnte mit dem Tutorial-Video den einen oder anderen helfen, mit dem Ansagenprogramm besser klarzukommen und wenn ihr Hilfe braucht, fragt mich ruhig, schreibt in den Kommentaren oder schaut euch das Tutorial-Video nochmal an oder schaut im PDF-Handbuch. Das befindet sich im Ordner manuals.de für Deutsch und dann ganz unten steht Frankfurt Handbuch irgendwas. Ja, somit sage ich, macht es gut, bis zum nächsten Mal, euer Philipp LP und ich sage viel Spaß bei Frankfurt, bei der Frankfurter U-Bahn und viel Spaß mit den Ansagen und dem Informator. Vielen Dank fürs Zusehen und tschüss, bis bald.